Das ist kacke. Der Penner hat mich angeschmiert. Von wegen Schlüssel. Halt, wer bist du und was machst du hier? Hat dich der Outlaw geschickt? Welcher Outlaw? Also nicht. Egal. Wenn du schon einmal hier bist, kannst du dich auch nützlich machen. Ich krieg das verdammte Teil nicht auf. Du siehst mir aus, als hättest du ein Händchen dafür. Ich dachte gerade, ich hätte eine Sprachnachricht, also eine Audiolog aufgenommen. Ich habe den gar nicht gesehen, Alter. Wer bist du überhaupt? Dein bester Freund, wenn du willst. Was ist jetzt? Hilfst du mir? Und was kriege ich dafür? Wir machen halbe-halbe. Klingt fair, oder? Wenn ich die ganze Arbeit mache, steht mir mehr zu. Von mir aus. Hauptsache, du fängst endlich an. Ich warte so lange. Das war jetzt aber ganz schön mies. Ja, du. Ist ja schön für dich als Erzberserker, dass du genug hast, aber ich bin nur ein Außenseiter. Ich hab halt nix. Was soll ich denn machen? Der versucht mich eh gleich umzubringen, wetten? Ach ja, so, das ist übersichtlich. Größer, kleiner, größer. Größer, kleiner, größer. Okay. Also. Warte. Wenn ich da die 4 hin mache, mache ich da die 7 hin, dann die 2, 4, 7, 2, 5. Geht doch. Bin schon ein geiler Typ, ne? Oh, den brauchen wir. Klauen und Schlösser knacken. Okay, cool. 447 Elixir. Ich weiß, wir hatten einen Levelaufstieg und wir haben eine Waffe aufgehoben. Keine Sorge. Oh, da ist sogar ein Teleporter. Geil. Vielen Dank, du Idiot. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Hier ziehe ich das Fell über die Ohren. Echt jetzt? Ein nutzloser Schlüssel. Ich sag doch, der versucht mich gleich umzubringen. Von wegen gierig. Beschädigte Blutaxt. Von wegen gierig, Kaya. Am Arsch gierig. Am Arsch die beschissene Waldfee gierig. Komm her, Kackvogel. Gierig. Gib dir gleich gierig. Blöde Kaya. So, darauf gehe ich erstmal eine Runde pennen. Ich würde auch so gern wieder nach Edan. Nur mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Aber nein. Ich meine, ist schön. Also die Map ist schön. Haben sie gut gemacht, ne? Dass man so ein paar Sachen kennt und so ein paar neue Sachen hat. Aber so wichtige Orte hätte ich dann doch gerne nochmal besucht. Besucht. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Naja, das steht schon ein paar Jahre, also. Wird sicherlich auch noch ein bisschen länger stehen. Warum wir jetzt hier einen Teleporter haben, ist mir aber auch ein gänzliches Rätsel. Okay, wir waren noch auf der Suche nach Gefährten, ne? Wir müssen jetzt noch Crony eben suchen. Warte. Hab da mal was vorbereitet. Crony soll da sein. Im Teich. Crony soll hier sein. An der Klippe. Okay. Das heißt. Da unten ist auch schon wieder gesocks, ey. Überall ist hier gesocks. Dann lass uns da mal hinbeamen, ja? Dann müssen wir nicht so lange hinlaufen. Also Crony soll irgendwo hier sein. Ah, okay, das ist Krappi. Kommen wir von hier aus? Ich glaube, ja. Nach Osten. Ungefähr. So da so irgendwo. Da drüben, ne? Da wo der Waterfall ist? Ja, genau. Ich guck genau drauf. Aua. Toll.
Fallschaden Deluxe oder was war das gerade? Ach, hier haben wir ja wieder den großen Besuch, ne? So, er da. Er da und er da. Wie mache ich jetzt als erstes fertig? Bin mir unsicher. Okay, jetzt zu dir. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell. Kaya. Kaya. Kaya, hinter dir. Kaya? Wow. Beine in die Hand und weg. Aua. Ziemlich viel Zeug hier. Okay, ich würde gerne. Mein Kopf. Ja, nicht jetzt, Jax. Aua. Ich muss mich konzentrieren. Los, sammel die Scheiße schnell ein. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Wo ist der andere? Da. Wer seid ihr? Banditen, oder? Ihr müsst Banditen sein. Dich erledige ich im Handumdrehen. Nicht jetzt. Hey, du bist absolut unhilfreich. Hat er irgendwo Gegengift? Mann, nicht auf Tasche. Ich habe keinen Gegengift auf Tasche. So, da hinten ist noch ein Verlorener. Ich glaube, wir werden sogar noch verfolgt. Zumindest von der Musik her. Und anscheinend habe ich einen Sonnenbrillenbug schon wieder. Warte, warte. So ist besser. Ah, guck mal, jetzt kann man auch die Waffen sehen. So und so. Ich wollte doch nur Crony holen. Oh Mann. So viel zu tun hier. So, weißt du was? Dann schnabuliere ich den auch noch. Wenn wir gerade dabei sind. Hallo. Wo auch immer er hier mit den Banditenhaus an oder Tür an Tür wohnt. Ist mir auch ein gänzliches Rätsel. Aber okay. Für
Für meinen Geschmack verbrauchen wir auch ein bisschen zu viele Heiltränke. Was ist noch so einer? Wo sind wir denn hier gelandet, hör mal? Das Lager hier ist von denen gar nicht eingezeichnet. Haben wir hier denn auch irgendwas? Nee. Ich war zum Schürfen. Ja gut, dann komm halt her. Da will nur irgendein anderer angreifen. Oder auch nicht. Oder doch? Oh nee, nicht so ein. Oh, nicht so ein Frosch. So. Boah, diese Frösche, die gehen mir am meisten auf den Sack, ne? So, und Crony soll irgendwo da oben sein. An der Klippe. Frag mich aber nicht wo. Müsst ihr mal irgendwo hoch. Ganz unauffällig. So, dann hau ich mir noch einen Schnitzel im Kopf. Müssen wir bald mal wieder nachbraten, ne? Bisschen Ratte am Spieß. Natürlich. So alleine? Wie ich überhaupt? Okay, hier. Da ist eine Blume. Okay, der scheint alleine zu sein. Dann los, holen wir ihn. Komm, Kaya. Gute Arbeit. Aua. Gut ausweichen. Ist nicht so Jack sein Ding, glaube ich. Nein, jetzt habe ich F6 gedrückt. Was macht F6? Gar nichts. Gut. Okay, irgendwo hier soll Crony sein. Da hinten scheint eine Leiche zu liegen. Wenn ich mir die Krähen so angucke. Schön hier, warum war ich hier noch nie? Hier ist bestimmt da vorne bei dem Turm. Oder da oben. Da müsste eine Leiche sein. Da ist ein Frosch. Kride. Kride, komm hier. Ich muss hier was kredenzen. Okay, erstmal vorsichtig hier oben hinschielen. Wir sind hier. Ja, am Rande der Stadt. Da oben ist ein Schild. Aber von den Geiern her liegt hier eine Leiche. Wenn ich das mal so richtig interpretiere, müsste die da oben rumlungern. Hey, Crony. Du solltest besser nicht alleine darunter gehen. Commander, Analyse der Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund des Angriffs der fremden Individuen sehr niedrig. Ja, mein Freund, freut mich auch, dich zu sehen. Es waren viele Tage keine Lebenszeichen des Commanders auf den Sensoren zu verzeichnen. Ja, ich weiß, das war knapp. Frage, Erklärung der Abwesenheit? Diese bizarren Biester haben mich gejagt und ich war lange bewusstlos. Empfehle Rekalibrierung. Albhauptquartier in Ignaton. Mir geht's gut, Crony. Danke. Beginne Analyse der Erfolgschancen einer möglichen Wiedereroberung verlorener Territorien. Du hast die Gegend hier ja schon ein paar Tage beobachtet. Wie beurteilst du die Lage?
Kürzliche Kampfhandlungen am Weltenherz der Berserker mit einigen Vandalen der Morkons. Spähtruppen der fremden Invasoren gesichtet. Darum werden wir uns später kümmern. Noch etwas? Frage: Brauche mehr Informationen über die fremden Invasoren. Ja, ich auch. Vermutlich weiß ich in Grundzügen schon, wer sie sind. Sie sind ganz offensichtlich diejenigen, auf die wir all die Jahre gewartet haben. Die Wissenden. Ein hochentwickeltes Volk, das in irgendeiner Beziehung zum Ursprung des Elex steht und das uns Probleme machen wird, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Niemand hat meine Warnungen vor den Wissenden bisher so richtig ernst genommen. Die Menschen hatten eher ihren eigenen Vorteil und ihre territorialen Kleinkriege im Sinn, als sich um das große Ganze zu sorgen. Aber was hilft das Lamentieren? Jetzt sind sie hier und wir sind leider ziemlich schlecht darauf vorbereitet. Empfehle strategischen Rückzug. Nur nichts überstürzen. Ein wenig Zeit haben wir hoffentlich noch. Sehen wir erstmal zu, dass wir heil aus der Sache hier rauskommen. Positiv. Wir müssen uns erst einmal neu orientieren, bevor wir wissen, womit wir es hier genau zu tun haben. Scan der Umgebung ergab eine Vielzahl neuer Bedrohungen. Ja, die Fremden haben ordentlich gewütet. Besser, wir sind vorsichtig. Analyse. Commander verfügt über unzureichende Bewaffnung. Empfehle Wiederaufnahme gelagerter Ausrüstung. Das können wir vergessen. Dieses Scheißding ist quasi auf meinem Haus gelandet und hat alles unter sich begraben. Beginne Berechnung Alternativoptionen. Ich fürchte, wir müssen bei der Beschaffung ordentlicher Bewaffnung wieder ganz von vorne anfangen. Aber vielleicht fällt dir ja etwas Brauchbares ein. Wann warst du das letzte Mal im Hauptquartier der Alps und hast dich durchchecken lassen? Letzte Wartung im Depot vor 76 Tagen, 23 Stunden und 25 Sekunden. Oh, stimmt. Wir waren in letzter Zeit nicht sehr häufig bei den Alps in Ignadon, nicht wahr? Ich bin eben kein Robot-Experte. Ich war meist eher ein Kämpfer als ein Techniker. Positiv. Wie auch immer, dein zuständiger Techniker im Depot sollte mal einen Blick auf deine Systeme werfen. Es kommen turbulente Zeiten auf uns zu. Irgendeine Fehlfunktion können wir uns jetzt nicht leisten. Nächste Wartung, Depot Ignadon. Zum nächstmöglichen Termin vermerkt, Commander. Gut. Wie sieht's aus? Bist du einsatzbereit? Letzte Selbstanalyse ergab keine nennenswerten Störungen. Wenigstens etwas. Hast du mich vermisst? Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders 0,3%. Na gut. Am besten du schließt einfach wieder auf. Es gibt viel zu tun. Ich brauche dich als zentrale Datensammelstelle und Speer gegen die Fremden. Wir treffen uns in der Bastion im Norden, falls wir wieder getrennt werden. Positiv. Weiter geht's. 0,3%. Das ist ja mehr eine Todeswahrscheinlichkeit als eine Überlebenswahrscheinlichkeit, oder? Ach, Crony. Kaya, kannst du ihm helfen? Ach, Crony, kleiner, süßer Crony, Crony Bramboni. So, jetzt haben wir alle, bis auf einen Gefährten. Diesen einen Gefährten. Den finden wir aber, wenn wir im Alplager sind nachher.
Okay, da oben ist natürlich wieder Stuff. Jo, was haben wir denn hier? Ach, ein Scheißhaus. Ein bisschen aufwendig, oder? Um hier kacken zu gehen. Schmieriger Notizzettel. Schon der 8. Tag in Folge und immer wieder derselbe Ablauf. Die verdammte Ratte kommt nicht aus ihrem Scheißturm raus. Seine Stiefelecker gehen rein, bringen ihm sein Fressen und hauen ab. Würde mich nicht wundern, wenn sie ihm sogar den Arsch abwischen. Egal wie lange ich hier sitze, der bewegt sich keinen Meter. Das nächste Mal kann Baxter selber hier hochklettern und sich den Hals brechen. Immerhin kriege ich regelmäßig frisches Obst von unseren Jungs. Hoffentlich fällt dem Berserker nie auf, dass wir es direkt von ihren Feldern stehlen. Aber selbst wenn, mit ihren lächerlichen Bögen können sie ja nicht mal ein paar Kindern Angst einjagen. Vielleicht sollte ich mir einen Spaß erlauben und ein paar Granaten auf eine Patrouille regnen lassen. Irgendwie muss man ja für Abwechslung sorgen. Schrieb der Mann mit dem Pfeil in der Brust. Tja. Satz mit X, das war wohl nix. So, guck mal, wir waren auch so nah dran an Crony. Da drüben waren wir nämlich schon. Da ist noch ein Horny Wolf. Kommt doch mit, Horny Wolfi. Die drei Schläge, die sind ein bisschen stärker, ne? So, und hier vorne brannte noch ein Feuer. Gibt es bestimmt auch Loot. Natürlich gibt es hier Loot. Das ist ja lootastisch. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Damit haben wir auch Crony. Crony ist gerade auf dem Weg zum Vor. Dann mache ich hier mal ein Sternchen dran. Und... Wer ist das? Ach, hier ist... Ach, hier sind wir. Guck mal, hier war mein Haus. Ton liegt doch wahr. Okay, und das Schild, wo die Geier rumgekreist sind.